Spinne, Baby-Zombie, Zombie-Skelett. Geil. Weil ich Spinnen hasse ich ja. Und willkommen zurück. Krass. Mit Scheiß. Da, so, jetzt werde ich die Spitzhacke hier runterknüppeln und dann fliegen wir mal nach Hause. Oh ja, Knüppel, ja. Vielleicht können wir auch mal eine Runde Lispelcraft einbauen. So, Leute, hier ist er wieder. Ah ja, hatten wir doch einen, super. Ne? Ja, hatten wir? Ja, der war mal zu Gast, glaube ich. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Einer, der lispelt. Weiß ich gar nicht mehr. Der hat der... Boah, weißt du schon. Den hat er sogar gerade nachgemacht. Der Manuel. Ach so. Zusammen. Boah, das war knapp zusammen. Also, zu meiner Verteidigung, ich lasse hier gerade Kohle und so Eisen liegen, weil ich halt Dias eben noch finden will, schnell. Man muss halt gucken, was man mit der Spitzhacke anfängt. Auf der Erde. Oh, fuck. Auf der Erde. Da guckst du, ne, du Enderman. Oh, fuck. Enderman ist jetzt böse. You fucking Enderman. Enderman. Fucking Enderman, bitch. Oh, fuck. So, warte, Enderman ist gestorben. Fucking Enderman, bitch. Guck mal, das Skelett, wie dumm das ist. Ah, schwimm in dein Verderben, du Schwachkopf. Ich sag nur, heute geht's ab. Bunga, bunga, ole. Bunga Party. Oh, fuck, falscher Knopf. Machen wir in Berlin, Peter, ne? Genau. Oh yeah. Genau, aber meinst du, wenn wir sowas arrangieren würden, dann kommt das Filmteam mit uns sein, was die denken würden. Oh. Hä? Okay. Was ist denn da los? Wir drehen noch die Competition, wer schwängert mehr Prostituiert? Oh Gott. Und am schnellsten. Und danach hängen wir direkt die Competition an, wessen Leben ist mehr ruiniert. Wer hat stärkeres AIDS? Boah. Bei wem? Wer hat es schon ausgebrochen bekommen? Wer hält länger durch noch? Ich habe Höhlengras gefunden. Ted ist gestern gestorben, damit hat Peter wohl gewonnen. Ja! Jawohl, tot. Yes, ich wusste es. Also ich habe gerade einen Enderman getötet lassen. Wenn wir die wirklich machen würden, dann bin ich mir sehr sicher, dass einen Tag nach meinem Tod ein Heilmittel entwickelt werden würde und der Peter davon kommt. Ja. Quatsch. Der Dreckslacker, ey. Und dann soll... Jawohl. So. Steht auf dem Grabstein und er hat verloren. Boah. So, ich höre wer Zombies, aber ich glaube, da werde ich nicht mehr ankommen. Also wie spannend so eine Hohlentour sein kann, das ist schon krass. Ja, mega, auf jeden Fall, ey. Du fühlst dich doch eigentlich mega wohl, ne, weil du bist von Cleanstone umgeben. Oh, Zombie-Spawner. Wow! Oh. Ne, brauchst nur kurz an die Wand sniffen, wenn du wieder... Ja, genau, wenn ich wieder will. Oder reiben, rubbeln. Reiben geht auch natürlich. Ah. Hör doch auf, du scheiß Baby-Zombie. Oh, Spinne. Auch noch. Spinne, Baby-Zombie, Zombie-Skelett. Geil. Boah, Spinnen hasse ich ja, ne? Die sind ja meine absoluten Erzfeinde. So in echt oder hier? Ne, hier. Aber nur, weil die dich immer verarschen. Ne, weil die immer so behindert sind, weißt du? Die kommen auf dich zu und dann willst du in eine Fresse hauen und dann bist du schon vergiftet und dann zuckst du die ganze Zeit. Ach so. Und ach. Ich weiß, von Hero deswegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben ja auch geschrieben bei dem Silvester-Video von wegen, pass auf Ted auf, da hat den keine Spinne kaputt haut. Ja toll, hier ist Lava überall, ey. Noch ein Spawner. Hoch. Geil. Ich finde ihn nicht mehr raus. Also zwei Spawner innerhalb weniger Sekunden. Geil, Schallplatten und ein Eimer. Das wollte ich schon immer haben. Schallplatten. Schallplatten nehme ich mit. Das ist meine Sammlung. Okay. Ich finde dieses Lied C418-13 sehr geil. So, Sattel. Die haben so geile Namen, ne? Ja. Der geilste Titel ever. Ich höre hinter dieser Wand noch einen Zombie. Ich höre über mir ganz viel Kohle. Ich höre gerade Lava. Ja, Cola hat halt so ein ganz spezifisches Geräusch, wenn es frisch aufgenommene Nahrung verdaut. Und das hatte ich gerade gehört hier. Krass. Krass. Ja, weil das ist nämlich eigentlich keine Kohle.
Das sind fleischfressende Steine, die sich von Fledermäusen ernährt haben. Und deswegen schwarz. Weil so entsteht ja Kohle. Weißt du? Ne? Fledermäuse, die von Steinen verschlungen werden und unter Luftausschluss und Hitze dann verdaut werden. Ah, cool. Dann entsteht Kohle. Ma, demnächst sagt dann noch irgendein Kind seinem Lehrer, ey. Widerständig. Warum? Ich hab doch die lehrreichen Worte von Peter und Ted zugehört. Eben. Deshalb, wir müssen da echt mal einen Antrag beim Bildungsministerium stellen, ob die uns nicht ein bisschen unterstützen wollen. Ja, finde ich auch. Finanziell, weil ich meine, wenn Richie damals schon eine Auszeichnung bekommen hat, ne? Wer hat er bekommen, der, ne? Ja, der Richie, damals hier, Super Super Richie. Was? Hat er doch bekommen, für seine komische Art zu reden. Hat er, ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Preis hieß, aber... Komische Redepreis. Geil, ich krieg mal einen Preis. Reis? Ja, ich krieg mal Reis. Cool. Das war cool. Okay, jetzt bin ich wieder in der Höhle. Also, das ist echt die Hardcore-Höhlentour hier gerade. Ich bin jetzt wieder in der Spalte, in der richtig geilen. Oh ja. Aber Diamanten haben wir jetzt nicht mehr gefunden. Ich werde mich jetzt auch zurückporten. Scheiß halt auf diese Pickaxe. Die lasst ihr gleich hier liegen, ey. Welche Pickaxe? Hast du ja weggeschmissen, oder? Nein, ich wollte ja eigentlich zurückkommen, wenn die weg ist. Aber jetzt bin ich hier gerade in der Höhle am Erkunden. So. Und verfickt das Skelett wieder, ne? Na jetzt. Ja, komm, komm ins Wasser. Du machst sie doch nicht mal kaputt, oder was? Doch. Oder wen? Machst sie immer nur so bis Viertel, ne? Lässt sie immer die Hacke noch da und ja, dann brauche ich eine neue. Man ist ja schon so abgegrabbelt. Kennst du wie der eklige Schluck im Bier noch, weißt du? Ja, der Penner-Schluck. Ja, genau. Oder der Nüssel. Damit kennt der Peter sich aus. Ja. Womit? Ja, damit, jetzt habe ich eine richtige... Alter, wer hat denn mein ganzes Eisen genommen? Ich hier nicht. Sechs, hä? Heiko? Ich nicht. Ach, guck mal, das ist Heiko immer ruhig. So. Das ist immer so. Du musst hier alles wegschließen, Manuel. Guck mal, da lief da den Server. Ja, das ist schnell raus. Ja, weißt du? Ist ihm peinlich geworden. Sehr gut. Oh, was für eine Höhle. Jetzt habe ich eine richtig krasse Höhle. Das will ich aber aufhören. Weißt du, dann wollen die wieder Eisen haben, aber nehmen immer nie welches mit beim Erkunden, ne? Eisen. Wieder, Eisen gehst du raus und dann hackst du irgendwo wild runter und hast direkt einen Stack Eisen gefunden, weißt du? Ach, Quatsch. Aber die haben die echt genervt hier, ey. Das ist super, super rare ist die ja geworden, ey. Ich will noch eine Rüstung haben, womit ich in Lava schwimmen kann. Ach, weißt du, woran das liegt, Peter? Warum? Ich glaube, aber ich guck mal eben. Ja, den Koordinaten nach sind wir in Zentraleuropa. Da gibt's nicht besonders viele Diamantenminen. Wir sollten lieber ein bisschen laufen und das nach Zentralafrika verlagern. Oh, verdammt. Das war das Problem, ne? Ja, das ist das Problem. Hab mich schon gewundert, ey. Eben. Außerdem haben wir auch hier zu hohe Sicherheitsstandards, um Diamanten finden zu können. Und deswegen laufen ja auch nur weiße Zombies rum, ne? Ja, genau. Was? Wegen Zentraleuropa so. Eben. So, warte mal, ich werde mich jetzt hier schön reinhacken. Komm schon! Jetzt auch kein Lapis mehr, ich will jetzt dieses Spitzer kaputt machen und dann Dias. Ich könnte wetten, die geht kaputt vorm Dia. Genau. Oh, da ist einer. Scheiße. Und dann tschack, weg. Komm schon! Tja, und dann hättest du wohl über eine Werkbank und noch ein bisschen Eisen bei gehabt. Ja, stimmt. Ich Dia gefunden. Echt? Ja. Also ich habe jetzt die ganze Zeit, wo ich grabe, noch keinen gefunden. Das ist echt heftig. Fünf. Geil. Nur vier. Fünf. Jetzt habe ich 13 zusammen. Das ist ein mega Absturz zusammen. Ne, 13 habe ich zusammen. Können eigentlich auch zwei Dia vollkommen nebeneinander sein, ja, ne? Weiß ich nicht. Könnte, glaube ich, passieren, ja. So random, eure stimmt. Randomhaftigkeit? Oft. Eure Randomhaftigkeit. So, jetzt bin ich gleich fertig. Boah, ey, also ich habe auf jeden Fall Cobblestone für die nächsten Jahrzehnte genug. Für die nächsten Jahrzehnte genug? Ja. Siehst du, Manuel, das ist so. Das ist ein neuer Deutsch. Deutsch, Peter, Deutsch. Darf ich vorstellen? Neubuch. Von Langscheid. Darf ich vorstellen, Peter? Deutsch, Peter? Ihr kennt euch ja noch nicht. Deutsch sagt, nee, der wirkt sehr unsympathisch. Und ich sag, wieso das denn?
Verstehe nicht. Hättest du gerade einer bewegt? Ich sehe da doch einen, wie eine Wand sich bewegt. So, meine Spitzhacke ist fertig hier. TPD. Na, ich habe schon wieder 26 Level. Oh, ich 24 sogar. Heftsch. Oh. Achso, ich war mich jetzt gerade am Fragen, was der Heiko hier macht, weil ich sehe gerade vier Bahnen. Der Heiko macht wahrscheinlich Penis. Ach, Heiko, ich habe übrigens einen Tunnel auch von mir dahin schon, ne? Mhm. Ach, fuck, falsch rum. Ne, wir haben schon eigene, also er hat schon vier Bahnstrecken hier gebaut. Warum habt ihr da keine Gläser reingesetzt? Wo? In der Vitrine? Bei den Hühnern. Bei welchen Hühnern? Weil die kein Tageslicht sehen dürfen, weil die sonst nicht schnell genug zunehmen. Bei den anderen Batterien? Ja. Ja, weil wir noch kein Glas hatten da, als wir das gebaut haben. Was ist los? Genau, ihr hattet kein Glas, ja. Ja, genau. Verstehe, du willst so Pillemann, du. Pillemann. Wow, ich hab den Sprung geschafft. Yeah, what's good? Endlich wieder zu Hause. Oh, du kannst doch nachts schlafen. Ich will doch nicht schlafen, ich will nur ausruhen. Wie sieht das aus mit Büchern jetzt hier? Kannst du mich gleich mal porten? Ich nehme jetzt die Eier und werf das in die erste Batterie. Natürlich. Aber noch nicht, bitte. Oh. Okay, in einem Stack war schon mal gar kein Huhn drin. Krass. Geil. Im zweiten Stack nur eins. Ja, sehr viel Glück. So, warte. Lapis. Da waren wir ja letztens richtig gut, wo wir unsere jeder 20 Eier da hingeworfen haben. So viele waren das ja auch nicht, ne? Ja gut, aber im Verhältnis zu zwei Stacks, zwei Hühner war das schon nicht schlecht dann. Da kann ich dir durchaus recht geben. Ja. Okay, vier Stacks und ich glaube fünf Hühner. Scheiße, ey. So, mein Dia-Helm ist kaputt. Aua! So, kannst du mich jetzt porten, Peter? Ja, aber ich porte dich zum... Mond! Tot. Ach, schade. Ah, du schaffst, dass du in der Wand packst. Ja, genau. Oh, 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 oh. Tot. Tot. So, Bücherregale müssen wir gleich finden, oder? Oder sollen wir mal eben was bauen? Wo? Oder bau erstmal. Was bauen wir? Wo? Ja, bau. Wo? Wer? Wo? Was? Wer? Wo? Hier sind 12 Leder. Wir müssen doch noch mehr Leder haben. Ich guck auch mal bei mir. Habt ihr nicht alles Kisten, wo ihr mal alles reingetan habt? So euer Leben. Ein Leben. Ja, Bücher alle sortiert. Ne, meine nicht. Wir können uns alle unsere Vorhäute entfernen lassen, außer ich. Dann hätten wir auch noch ein bisschen Leder da. Das ist aus feinstem Vorhautleder. Klingt schon mal edel. Aber damit kannst du keine großen Bücher binden, oder? Ja, du brauchst nur sehr viele. Oder eine ziemlich lange großen. Vorhaut. Ja, oder so. Bah, so eine... So eine Schlabber. So eine Bockwurstpelle. Okay, wie viel Leder habt ihr? Null. Und du, Ted? Leben? Leder. Null. Ich hab keins. Brauchst nicht gucken, ich hab wirklich keins. Warum soll ich es dir nicht sagen? Ja, weil du... Guck mal, das wächst. Da muss Manu direkt husten. Ah, ja. Erinnert dich dann immer an deinen Nebenjob, ne? Ja. Ich ersticke gerade fast. Geil. Wo dran? An Wichse? Geil. Ja. Wo sind die denn hier alle? Ah ja, da hinten ist ja noch die Farm, die keiner benutzt, die noch nicht GLP fertig ist. Die ist noch gar nicht gestorben, so krass. Ich glaube, wir müssen dir mal keine Falle bauen. Alter, wenn ihr mir eine Falle baut, ne? Was ist das? Ich habe ja schon angekündigt. Beim ersten Tod gehe ich. Krass, okay. Krass. Wird es wirklich wahr machen? Nachrichten bekommen, da. Ist es nicht mehr das Together zusammen? Ja, gehst du, aber wohin hast du nicht gesagt? Der zieht dann aus und wird ein Outlaw. Ja. Und macht seine eigene Stadt auf. Und mit Blackjack dann, und Nutten. Oh. Creeper, pass dann auf! Zu meinen Feinden. Zusammen. Noch ein Creeper! Ja, Ted. Los. Ich hau ab. Lock ihm nicht zu den Bücherregalen. Ich bin auf jeden Fall weg. Oh, da bin ich gerade zufällig. Boom.
So, jetzt kann ich auf jeden Fall schon mal ein paar Bücherregale machen. Töte sie einfach alle, Peter. Töte sie alle. So, ich würde sagen, wer mehr Bücherregale will, gibt einen Daumen hoch. Bis im nächsten Part. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Hilfe! Hau ab!